Frage geht ans BMWK. Im ersten Halbjahr 2024 kam es zu 41% mehr Firmenpleiten, AK-Insolvenzen als im Vorjahreszeitraum. Das ist ja signifikant mehr als prognostiziert wurde. Da würde mich nur interessieren, wie erklärt sich das BMWK denn diesen Trend? Vielen Dank für die Frage. Genau, ich kann dazu mal ein bisschen ausführen. Der ansteigende Trend der Unternehmensinsolvenzen hat sich, wie Sie richtig angemerkt haben, im ersten Halbjahr 2024 weiter fortgesetzt. Es ist allerdings so, dass sich Frühindikatoren zeigen, dass es eine leichte Entspannung im Vergleich zu den durch die Sondereffekte geprägten Vorjahre zeigt. Also sozusagen eine hohe Anzahl an den Insolvenzen im zweiten Quartal 2024. Genau, angesichts dieser Zahlen zeigt sich die weiterhin hohe Dynamik des Insolvenzgeschehens. Auch das Vor-Corona-Niveau wurde mittlerweile übertroffen. Von einer gesamtwirtschaftlichen Insolvenzwelle, wie das jetzt mehrfach getan wurde, kann derzeit aber auf Basis der Datenlage noch nicht so richtig gesprochen werden. In der 20-Jahres-Langfristbetrachtung liegen die Insolvenzen auf keinem auffällig hohen Niveau. Derzeit sind vor allen Dingen eher mittlere und große Unternehmen stärker von Insolvenzen betroffen, das heißt Unternehmen über 10 Millionen Euro Umsatz. Genau, das vielleicht dazu. Ja, kurze Frage an Frau Hoffmann. Wie besorgt zeigt sich denn der Bundeskanzler angesichts dieser zunehmenden und massiv gestiegenen Firmenpleiten? Ja, wir nehmen das natürlich zur Kenntnis. Wir schauen dahin und wir haben ja jetzt auch in den laufenden und abgeschlossenen Haushaltsverhandlungen parallel dazu eine Wachstumsinitiative vereinbart, die ja explizit auch die Bedingungen für die deutsche Wirtschaft verbessern soll und die Bedingungen für Unternehmen. Also darin sieht man ja schon einen Teil der Antwort auf diesen Trend. Dem Bundeskanzler ist allerdings auch immer wichtig gewesen, dass es nicht darum gehen kann, die deutsche Wirtschaft in irgendeiner Weise schlecht zu reden. Aber natürlich nimmt man solche Zahlen ernst und wie gesagt, wir reagieren ja auch schon. Weitere Fragen?